Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pokémon Let's Go Pikachu Let's Play. Ja, wir gehen diesem Radikal hier mal gerade aus dem Weg. Eigentlich hätte ich es auch fangen können, aber egal. Upsalala. Und laufen jetzt mal zur MS An. Da ist zwar die Dicta-Höhle, aber ich möchte jetzt erstmal zur MS Anne, MSN und dort an Bord für meinen Pikachu die Möglichkeit holen, die Dinger da zu zerschneiden. Die MS Anne ist ein berühmtes und sehr luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Orania City halt. Oh. Warte, hast du überhaupt ein Ticket? Du zeigst den Matrosen dein Bootsticket. Vielen Dank, willkommen an Bord. Oh, herzlichen Glückwunsch, du bist der 100. Passagier, der heute an Bord geht. Dafür bekommst du dieses Souvenir. Mit diesem Fashion Outfit kannst du die frische Meeresbrise gleich viel besser spüren. Du erhältst Matrosen-Set. Alles klar, alles klar. Ah, jetzt können wir unser Pikachu zum Matrosen machen, ne? Boah, das sieht schon verdammt geil aus, ne? Mr. Andrews, da bist du ja endlich. Accurate, Mann. Danke nochmal fürs Ticket. Dieses Schiff ist gigantisch. Es wimmelt nur so von Trainern. Blau, sieh an, da ist ja Mr. Industries. Ach, und Accurate auch. Wo man sich überall über den Weg läuft. Hallo Blau, machst du eine Kreuzfahrt? Nee, ich wurde zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Ich mach mich aber auch schon wieder vom Acker. Auf der Party gab es eine Menge Souvenirs zu ergattern. Hier, ich gebe euch gerne was ab. Yatara Sable. Was? Du hältst einen Yatara Sable. Okay. Ich habe keinen Plan, was das gerade ist. Ah, und noch eine Sache. Auf der Party habe ich schlimme Gerüchte gehört. Sagt euch Team Rocket was? Das sind ganz fiese Typen. Kannst du laut sagen. Mittlerweile hört man fast überall von ihnen. Jedenfalls scheint Team Rocket eine gefährliche Organisation zu sein, die Pokémon ausnutzt, um Profit aus ihnen zu schlagen. Und das ist ja wohl das echt allerletzte. Ich werde mir diese Loser mal aus der Nähe ansehen. Ihr zwei passt gut auf euch auf, verstanden? Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, holst du mich dazu, hörst du? Nee. Du siehst müde aus. Ruh dich doch am besten hier kurz aus. Super. Okay, der ist leer. Oh, pass auf, gleich laufen wir auf mitten auf einen, der kämpfen will. War ja klar. Gentleman Robert. Er setzt ein Fukano ein. No shit. So, dann wollen wir nochmal gucken. Na, machen wir einen Donnerblitz. Machen wir einen Donnerblitz. Geht am besten so. Du hast wirklich keine Manieren. Hey. Du gewinnst 2160 Poké-Dollar. Und 3 Pokébälle. Yo. Ich meine, ich bin ja nur hier, um kurz zu gucken, wie das so aussieht mit Team Rocket, ne? Weißt du, was der größte Luxus ist? Eine ausgedehnte Kreuzfahrt buchen und dann den ganzen Tag in der Koje faulenzen. Krass.
Dein Partner-Pokémon Mashok ist super stark. Er kann sogar ultraschwere Felsen. Mir nichts, dir nichts verschieben. Okay, da ist nichts drin. Für einen echten Matrosen gehören Kämpfe zum Alltag dazu. So, Leonard. Dann geht's mal los mit Pikachu. Kampf, Donnerblitz. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier an Bord noch so finden. Was ist das jetzt für eine Trainerklasse? Elektriker. Ah. Magnetilo. Kampf. Dann machen wir einen Doppelkick. Sehr effektiv. Ah, ist Kampf sehr effektiv auf Stahl? Ups. Gar nicht mehr im Kopf gehabt gerade. So, du findest Hyperheiler. Hm. Das ist nicht schlecht. Elixier, auch nicht schlecht. Ich meine, es ist klar, dass hier jeder kämpfen will. Das brauchen wir nicht zu diskutieren. Der Matrose Heinz. Komm, du schaffst das. Donnerblitz. So. Weiter kämpfen. Quapsel. Donnerblitz. So. Wir hätten den Matrose Heinz noch besiegt. Und dann beenden wir die Folge an der Stelle und sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. That's all, folks. Ebony, that's all, folks.